Ich hab's vorhin einmal geschafft, also schaffe ich das auch noch ein zweites Mal. Gut, Level up, sehr schön. Gib mir die Bibel. Schnell. Gut, jetzt schnell weg hier. Aber die Level ups sind hier grandios, ey. So, welches Level habe ich jetzt schon? Level 11. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Ach ja. Gut, dann verschwinde ich jetzt von hier, das reicht erstmal. Gut, und dann gehe ich erstmal den anderen Weg. Ah nein, die Bibel, wo ist sie? Warum kann ich die nicht mitnehmen? Warum ist die Bibel weg? Beschiss! Das Spiel hat mir einfach mal die Bibel genommen. Na toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Nicht. Wozu habe ich das jetzt gemacht, da diese Level abgeholt und die Bibel mitgenommen? Beziehungsweise habe ich irgendwas anderes bekommen? Habe ich das Weihwasser aufgesammelt? Hat wer aufgepasst? Das könnte nämlich auch möglich sein, dass das Weihwasser da noch irgendwie rumlag. Und ich das aus Versehen mitgenommen habe, weil ich habe oben gar nicht drauf geachtet in dem Moment. Ach, egal. Dann holen wir uns später und rächen uns. Wenn ich stark genug bin und bessere Ausrüstung und Waffen habe. Okay, das Skelett will nicht. Das Spiel merkt, dass du den Max machen willst. Das finde ich aber nicht sehr nett. Mann, das ist auch... Nee, den habe ich ja wie am Hals. Moment. So, ohne Herzen ist es aber gerade ein bisschen blöd bei dem. Na trotzdem, Weihwasser macht sehr gut Schaden gegen den. Ja, das reicht sogar. Ja, jetzt ist natürlich scheiße. Gibt es hier irgendwo noch was zu essen? Oder einen Trank? Irgendwas? Speicherpunkt nehme ich auch. Gibt es hier irgendwas in Mauern? Hat hier irgendwer Fleisch eingegraben? Ich glaube, so viel Glück habe ich gerade nicht. Zumindest nicht hier in diesem Bereich. In Marmor sowas einzumauern, wäre schon ein bisschen gemein. Wobei, in solchen Spielen könnte ich mir alles vorstellen. Ich gucke nochmal sicherheitshalber, aber nee. Leider nichts vergraben. So viel Glück habe ich dann doch nicht. So, euch Puppen kann ich ja eigentlich ignorieren. Lach du nur. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das wird Alucard sein. Dafür sind diese Gegner jetzt nicht mehr so das große Problem. Vorher haben die Puppen, glaube ich, 3 oder 4 Treffer gebraucht, ne? Also die Level-Ups haben geholfen. Auch wenn es jetzt noch nicht den Eindruck macht. So, weg. Das große Herz brauche ich. Jetzt müsste ich eigentlich... Moment mal. Nee, funktioniert nicht. Okay, ich hatte gehofft, hier wäre irgendwo ein Geheimweg. Deswegen war ich gerade so am grübeln. Ah, weg mit dem Tisch. Ja, da heißt er ja auch Alucard. Stimmt schon, Max. So, gehen wir jetzt mal hier lang, wo ich vorhin noch nicht lang gehen wollte. Auch wenn ich diese Gegner hier vorne nicht mag. Diese scheiß Flohmänner. Die bringen mir ja immer noch Albträume, wenn ich an die alten Castlevania-Spiele denke. Dort sind die mehr lästig, als man gerne hätte. Gut. Oh. Du scheinst menschlich und dennoch. Was machst du hier? Ich bin gekommen, um dieses Schloss zu zerstören.
Dann haben wir denselben Zweck. Ich vertraue dir jetzt. Ich bin Maria. Wer bist du? Nicht der gesprächigste Typ, ich sehe. Nun, möglicherweise treffen wir uns wieder, solange du noch leben solltest. Leb wohl. Ja, tschüss, Maria. Dann viel Erfolg bei der Suche. Dieser Raum hier ist übrigens ganz besonders, weil je nachdem, was für eine Uhrzeit die hier anschlägt, werden entsprechend bestimmte Wege hier freigelegt. Was auf jeden Fall auch sehr wichtig ist für später. Naja gut, erstmal weitergehen. Wie schon gesagt, Maria ist ja eine entfernte Bekannte von Richter, die sich ja auch, wie wir erfahren haben, auf die Suche jetzt nach ihm begibt. Dadurch, dass er ja einfach mal spurlos verschwunden ist. Weiß nur nicht, ob man so viel Erfolg in so einem großen Schloss haben wird. Weil hier, ja, findet man alle möglichen Kreaturen. Aber keine Menschenseele. Außer vielleicht Alucard, der halb von beiden ist. Oh shit. Ich sollte auf meine Lebensanzeige ein bisschen mehr achten. Achso, die hast du auch noch getroffen, Max. Dann hast du es doch noch ein bisschen weiter geschafft. Der nächste Boss dürfte eigentlich auch nicht mehr allzu weit sein. Au. Scheiß Knochenwerfer. Okay, haben wir hier noch irgendwas Tolles? Ich komme da nicht hoch. Okay. Nein. Okay, das ist jetzt richtig gemein. Ein falscher Schritt und ich bin tot. Bleib weg, ja? Oh Gott. Jetzt wäre ich für einen Trank dankbar oder einen Speicherpunkt. Boah, wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache, ich werde heulen. Okay, danke, Weinwasser. Nein, die Stoppe, obwohl, die wäre auch nicht schlecht, ne? Was haben wir hier vorne? Auch nur den. Nein! Das ist nicht wahr. Ach, Mann. Geh weg. Gut, diesmal hat er mich reingelegt. Der war zu zitterig. So viel, wie der sich bewegt hat, da konnte ich nicht viel machen. Scheiße. So, jetzt will ich wirklich mal genau gucken, ob ich diese Bibel echt nicht mitnehmen kann. So, komm her! Gut, diese Lichtkugel ist weg. Scheiße, ich wurde geblitzdings. Level up, sehr schön. Scheiße. Nicht gut. Nein, lass mich. Ich brauch. Nein, die ist weg. Ich bin so am Arsch. Scheiße. Ich würde sagen, das ging schief. Oder ich versuche es einfach mal präzise und mit Geduld. Das geht auch. Sehr schön. Die Blitzkugeln sind auf jeden Fall schon mal weg. So, jetzt seid ihr am Arsch. Sterbt. Jetzt will ich trotzdem mal gucken, ob es hier noch was Tolles gibt. Sofern ich dabei auf dem Weg nicht sterben sollte. Okay, diesen Gargoyle kriege ich nicht so einfach platt. Okay, die Blitzkugel ist weg. Somit auch die Erfahrungspunkte, die ich durch die Härte kriegen kann. Nächstes Level up. Nein! Okay. Sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt gekriegt? Das ist wieder Level 11. Okay, diese Dinger tauchen trotzdem jedes Mal wieder auf. Merke ich schon. Aber die geben sehr viele Erfahrungspunkte.
Und wenn man das Ganze jetzt so in diesen Rhythmus hier macht, habe ich bestimmt noch ein paar Level-Ups gleich dabei. Ich bin so gemein. Das wollte ich schon immer mal machen. Genau deswegen wollte ich wieder abhauen. Weil es sonst wieder schief geht. Gut, wie viele Level haben wir jetzt? Level 16. Okay, ist schon nicht schlecht. Aber die Bibel nehme ich jetzt tatsächlich mit. Da muss ich vorhin das Weihwasser berührt haben. Ja, definitiv. Oh. Dafür hauen die mächtig rein, scheiße. Nein! Also es wirkt schon recht gut, aber man sollte auch treffen können. Ach. Gut, mit der Bibel komme ich gegen den doch nicht zurecht. Ach, Mann. Ich hatte 15 Sinas. Ich hatte Level 15. Ja, das ist jetzt richtig blöd. Rückzug! Ja, komm. Das werde ich eh nicht mehr überleben. Jetzt kommt der Gargoyle auch noch von sonst wo. Okay. Ich meine, wenn man überlegt, von Level 7 jetzt auf Level 20, das ist ein großer Sprung, obwohl man das ja eigentlich noch nicht dürfte. Oh, shit. Ich wollte wieder zu viel wissen. Das war nicht gut. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Rüstung, damit ich hier besser überlebe. Na gut, das reicht. Wir können gehen. Mit einem hochgelevelten Level 20 Alucard machen wir jetzt alles platt. ja, das glaube ich dir gerne, Rabe. Max lacht über solche Sprünge. Ah. Oh je. Ich bin ja gespannt, wie das Ganze dann überhaupt aussieht, wenn ich einen Speicherpunkt erreiche, wie dann die Statuswerte aussehen. Falls ich es überhaupt lebend dahin schaffe. Na, lass mich. Nein, die Uhr will ich nicht. Ich bleibe erstmal bei meiner Bibel. Und mache damit die Gegner platt. Genau dieses Mistvieh hat mich vorhin umgebracht. Diesmal aber nicht mehr. Diesmal habe ich keine Angst vor euch. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ach, ich habe gerade zu viele Wege zur Auswahl. Moment. Kann ich mich hier draufsetzen? Nee, geht nicht. Gut. Schade. Okay, haben wir hier irgendwas Tolles? Hier wird es weitergehen. Nein, da will ich noch nicht lang. Ich will erstmal gucken, ob ich noch einen Speicherpunkt finde. Bevor ich das alles wieder verliere durch einen dummen Fehler. Das würde mich sehr ärgern jetzt. Gibt's hier einen? Ne, hier gibt's auch wieder nur eine versiegelte Tür. Ah, dann bleibt mir wieder nichts übrig, als da lang zu gehen. Dass aber der nächste Speicherpunkt echt so weit weg ist, finde ich schon ziemlich grenzwertig. Manchmal ist das Spiel mit Speicherpunkten sehr gnädig und dann wiederum denken sie sich, nö, der Speicherpunkt soll erst noch weiter sein. Und wenn man sich ja durchquält. Wobei mit diesen paar Level-Ups, die ich ja jetzt geholt habe, geht's ja eigentlich noch. Naja, gehen wir hier durch. So, friss. Weg mit dir. Tja, da lache ich einfach mal drüber. Ihr könnt mich mal. Dieses Vieh könnte mich, glaube ich, auch vergiften, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen, nichts da. Oh, was ist das denn? Ein Pentagramm, ja, gut, aber
Was bringt mir das? Müsste ich gerade mal gucken. Pentagramm. Ah, das schädigt allen Gegnern. Kann ich aber gerade nicht benutzen. Okay. Zauberspruch. Achso, da habe ich noch keinen. Ja gut. Dann marschiere ich erstmal weiter. Dann räumen wir erstmal hier diese schöne Galerie auf. Von diesen Monstern hier. Ah, nee, das waren die Vergiftungsviecher. So. Ich wollte gerade sagen, wie viel Schaden macht diese Bibel? Ich sollte den Schaden dieser Viecher trotzdem noch nicht unterschätzen. Solange ich noch keinen Speicherpunkt erreicht habe, kann ich immer noch alles verlieren. Gerade weil diese Dinger, die dieses Vieh hier ausspuckt, schon lästig sind. Okay, das ist echt wirklich nur der Kopf der Schwachpunkt. Nichts anderes kann ich hier bei ihm treffen. Aber zwei Treffer reichen, beziehungsweise drei. Mit dem Schlag der Bibel. Nein, nicht die Axt. Obwohl die auch ganz gut ist. Na, wenigstens sind wir jetzt im nächsten Bereich angekommen. Hat ja auch lang genug gedauert. Wir sind, ja, außerhalb. Ein Ring. Den kann ich ausrüsten, soweit ich weiß. Ob der mir jetzt nur viel bringt, ist die zweite Frage. Kann man verkaufen? Aber richtig am Wert ändert das nichts. Na ja, gut, dann verkaufe ich den, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Oben oder unten? Ist jetzt die Frage. Unten erwartet mich wahrscheinlich mein Tod. Aber vielleicht habe ich Glück, dass hier irgendwo gleich ein Speicherpunkt auf mich wartet. Du bist schon mal ganz gefährlich. Oh, scheiße. Medusenköpfe, euch brauche ich gerade am wenigsten. Ach man, jetzt verteidige ich ja mit dem Schild. Feigling. Na komm, mach dein Schild weg. Du hast eh keine Chance. Solange ich halt noch Herzen habe, geht sie an den Kragen. Oh, gut, hier ist eine Sackgasse. Ja toll, und den Geheimweg kann ich mit der Bibel natürlich nicht freischalten. Ah doch. Hier gibt's Fleisch. Das habe ich jetzt echt nur für ein Stück Fleisch gemacht. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich soll nur trotzdem hier aufpassen in diesem Gebiet, weil doch viele Medusenköpfe hier gerade rumschweben und da komme ich nicht rein. Ah, ich gehe so rum. Notfalls habe ich ja noch einen Trank, den ich trinken kann, falls es doch kritisch werden sollte. Gegen diese Medusenköpfe. Na. Ja, vor allem die ziehen nicht gerade wenig ab, ne? Weil ich halt immer noch so eine beschissene Ausrüstung habe. Aber gehen wir erstmal hier runter. Weil dieser Bereich hier ist auch sehr schön. Sehr schön entspannt vor allem. Nämlich können wir uns hier, glaube ich, sogar hinsetzen. Jo. Wir machen es uns einfach mal bequem. Und schauen uns mal den Regen an. Weil sieht sehr schön aus. Ich meine, auch wenn man jetzt lang genug wartet, schläft Alucard ein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert. Wenn es zu lange dauert, gehen wir einfach mal weiter. Obwohl ich es gerne zeigen würde. Weil ich das nämlich auch schon ein cooles Detail finde. Aber ich nehme fast an, dass es nicht passieren wird. Na gut, egal. So, genug ausgeruht. Wir wollen uns hier mal ein bisschen umsehen durch dieses Fernglas. So. Und da hinten sehen wir ein Boot. Da rudert jemand. Hallo, hier.
Na gut, ich glaube, der sieht uns hier nicht. Versuch was wert. Okay, das Buch wollte ich nicht einsetzen. Aber bevor ich jetzt hier hochgehe, erstmal den letzten Trank einsetzen. So. Damit ich es lebend hier noch hoch schaffe. Weil wenn diese Viecher wirklich 7 KP abziehen, dann dauert das nicht lange, dann bin ich weg. Vor allem, weil die auch so scheiße hin und her fliegen. Aber man kennt's ja. Wenn man Castlevania-Spiele kennt, wird man diese Viecher mehr als genug hassen. Dann müsste eigentlich hier drüben der nächste Speicherpunkt sein. Und da komme ich nicht dran, ne? Schade. Obwohl, ne, hier geht's zum nächsten Bereich. Ach Gott. So, weg. Gut, der ist auch weg. Oha. Hier ist aber ziemlich viel vorgefallen. Wir können es uns nochmal bequem machen.